My waistband has been feeling a little snug these last couple of days. Methinks I perchance overindulged. Eine 40. Wir haben jetzt auch zwei Geo-Figuren. Sie. Sie hat da eigentlich die Fähigkeit wie die Feuer-Oma. Okay, cool. Die ist ja recht berühmt und auch besser von den Sternen her. Das Problem ist, also sie haben wir, sie ist halt auch Geo, aber sie ist die einzige Figur mit einem breiten Schwert. Und gleichzeitig die andere, die wir jetzt neu haben, Geo, die haben wir von dieser Ziege gekriegt, ist auch Geo, aber sie hat einen Stab und wir haben keinen anderen Stab. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir uns hier eine Also Wasser braucht man eigentlich nicht. Das ist überall so. Da haben wir jetzt nur 4 Hände und ich weiß nicht, wie viel man die kriegt. Vielleicht sind die situationsspezifisch, also wir dort wieder resettet. Nach einem. Gut, ist halt immer. Sie wäre halt das schon noch geil. Aber gleichzeitig dann einen Bogen. Okay. Aber komm, jetzt machen wir nochmal das Spiel. Steinschleuder, okay. Ja, jetzt nicht so prickelnd. Schwarze Quaste, okay, jetzt auch nicht so prickelnd. Ich wette, ich habe jetzt vorher etwas Blödes gemacht und die voll für nichts verbraucht oder so. Ja, jetzt hat er auch nicht so prickelnd. Also, relativ gar nicht halt. Ebenfalls nicht so prickelnd. Tja, das ist gesehen. Vielleicht einmal den machen solltet. Animo-Hypostase. Wenn wir da echt eine Animo-Figur mitnehmen solltet. Genau, was wir vergessen haben. Wir haben bei der einen Trulla. In der Mondstadt haben wir sogar das hier gekauft. Andenkenhändler. Das heisst, wir können jetzt einen Aufstieg morgen oder machen. Das heisst, wir haben jetzt hier noch eine Belohnung gekriegt. Level 25, easy.
Hissi. Das ist schon 25 Hissi. Sie ist 21 und sie ist halt 30 und sie ist halt 1. Also ich glaube, wir würden lieber sie einsetzen, als sie halt. Obwohl sie halt auch ganz cool ist. Dem ist schon besiegt. Tempel des Wolfes. Sie wäre ja auf Animo. Aber sie ist halt wechselbar. Okay. Aber ich glaube, vor dir steht jetzt halt die AC. Was haben wir denn? Treiber. Also sie mit Wasser und er mit gefrorenem Sack. So, da bist du schon recht zu. He? Gib die Rolle, was du an. Wo ist der
Jersey. I will protect you. Oder nein, die machen wir anschließend. Zuerst machen wir jetzt schon ein paar Aufgaben. Is always far more effective in the rain. This is going to get interesting. Ja, also ich würde auch mal gerne vielleicht einen Livestream machen. Also das habe ich schon mit dem Geoboss. Aber das Problem ist halt, Livestream ist ein bisschen technisch, hapert eher. Und ah, verdammt. Und sie sind halt auch jetzt auch nicht so die interessierten Zuschauer, habe ich das Gefühl. Oder ja, ich habe allgemein noch nicht so viele Zuschauer oder nicht so viel. Vielleicht ändert sich es noch, vielleicht auch nicht. Aber ja, ich habe nicht genügend Zuschauer, dass es sich wirklich lohnen würde, überhaupt so einen Livestream zu machen. Ich meine, und auch nicht genügend natürlich auch interessierte Zuschauer. Also ich meine, ja, und für die anderen ist es auch besser, wenn ich es auch hier schön aufzeichne. Es einigermaßen gut ausgesehen auch und man es einfach nachträglich macht. Ich glaube, ich habe das schon mal ausprobiert. Und früher ist es nicht gegangen, einfach jetzt mit den Stufen zu tun. Ja,
Wenigstens kann man hier hochkraxeln. Irgendwas realistisch. Hier scheiß Mission. Nein. Doch nicht genügend schnell für das. Schweben. Ja, kann man ziemlich gut. Hui. Schiss hat's. Arschbisse. Was das Interessante ist, dass ich das Gefühl einfach normal ist, gegen Geo-Figuren mache mit Geo das Gefühl weniger Schaden. Also ich mache jetzt schon recht viel Schaden. Aber in der Regel scheint so das Schild sozusagen von der Schild-Magie-Art am besten besiegt werden. Aber natürlich also von der Schild-Geo-Ding-Art.
GPS stone. How fortunate. So. Okay, dann schauen wir nochmal. Nächste Aufgabe. Mein Jungdorf. Da könnten wir da auch noch freischalten. Und wir können auch ein Foto haben. Genau. Das ist die Klappe vom Baum oben. Gut. Verfolgen wir immer noch da niemand. Monsters. Easy peasy. Lemon squeezy. Yeah.
Interesting. Irgendwo eine Aufgabe. Sieht nicht so aus. Haben wir schon gemacht. Eine kalte Fleischplatte. Ja, dann mal zurück nach, es gibt ja gerade drei, oh, ist nice. Nach zur Abenteuergilde, ja, vielleicht haben wir gleich mal das abschrauben oder finden. Oh, da geht es noch hindere. Ei. Holen wir uns mal die Belohnung ab. Abenteuerbelohnung. Tachen. Lernen.
Extra Abyssos. Thank you for completing today's commissions. Here... so anstehend. Einsam. Wow, oh, wow, oh, da braucht es noch viel, um das zu erreichen. Gut. Habe ich jetzt das Gefühl, ich bin jetzt nicht so der Hardcore 24/7 Gamer. Genau. Jetzt ist die Frage, noch eine Mission reinziehen wollen. Oder wir müssen mal den probieren wollen. Gibt es auch Anime, wo du das so unterleben musst? Also ich meine, es hängt ein bisschen von meinem Level ab, aber es klingt schon noch niedrig. Nice. Haben wir das verdient. Und so könnten wir uns da gönnen. Davon gemacht, oder wie? Ist das auch so, so das Level-Zyklus-System? Verdampfen, schmelzen, überladen. Ich glaube, das sollte man schon fast schon anmachen. Ja. Dann machen wir doch mal das. Ja, voll. Geht ja gut Geld und schon. Aber das muss ja eigentlich für so Entry-Player fast gedacht sein, dass wir das immer ignoriert haben. Also Hydro nach Pyro ist besser. Also Schandling ist halt der geil. Ach so, mal so. I don't know!
Nice. Haben wir Knick und Verdampfen erfüllt? Acht. Kann man wieder mal schauen, ob sich das gelohnt hat. Verdampft und Schmerzen, okay. Schmerzen. Aber jetzt, Pyro ist besser als Kryo. Also ich sehe zuerst Kryo ansetzen und dann mit Pyro reinhauen. Nein, warte. Warte jetzt noch mal. Ja. Pyro ist besser als Kryo. Also zuerst Kryo. Noch geschafft.
Tempel der Löwen. Aber jetzt, das erste Mal, neue Folge.